Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living und jetzt geht's auf den Caravan Salon in Düsseldorf. Fachbesuchertag. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen, mitzukommen. Da sind wir auf der Messe mit dem Bus hingefahren. Am ersten Tag war das eine bisschen zähe Geschichte. Aber da das hier wahrscheinlich einen Zusammenschnitt aus mehreren Tagen gibt, seht ihr heute auch, es ist leer, es ist Fachbesuchertag, nichts los. Später seht ihr wahrscheinlich mehr Leute, weil das sind dann Aufnahmen von weiteren Tagen. Tür auf, rein in Halle 12 und letztes Jahr nicht dabei, dieses Jahr schon. Pössl mit dem gleichen Standdesign wie auch schon. Hier steht dann am Anfang des Standes gleich ein Summit 640 Prime. Im weiteren Verlauf noch viele seiner kleineren oder auch etwas größeren Brüder. So zum Beispiel der Trenta 640 oder die Messeneuheit Trenta 600R. Trenta 540R. Auch mit dabei, habe ich alle schon gefilmt auf der Presseveranstaltung von Pössl. Findet ihr schon auf YouTube. Ja, und dann kommt mal was vor die Linse, was ich bisher noch nicht gesehen habe bei Pössl. Ein Two-Win RS Messeneuheit. Der ist wirklich neu, der war nicht auf der Presseveranstaltung dabei. Hier haben wir nämlich einen mit Aufstelldach, Raumbad, einer Küche, die durchgängig ebenerdig ist und Platz bietet. Einer ordentlich dimensionierten Dinette und all das auf 6 Metern auf Citroën. Und so wie er hier steht, kostet er 47,7. Und hier findet er die Infos zur Ausstattung vom Pössl Two-Win RS. Hier als Vergleich noch der Two-Win R Plus. Da hat man eben nicht die freie Sichtachse, sondern guckt gegen den Kühlschrank. Das gibt doch gleich einen anderen Eindruck, oder nicht? Sieht komplett anders aus irgendwie. Aber hat auch eine ganz andere Küche. Kein Wunder, ist der Eindruck anders. Gut, Two-Win RS gesehen. Was gibt's noch? Natürlich gibt es bei Pössl auch ganz viele Vans in verschiedenen Preislagen und Größen. Eins haben sie alle gemeinsam. Sie werden gefilmt und haben ein Aufstelldach mit am Start. Hier auf der einen Seite stehen die Vans ohne Stern und auf der anderen stehen jetzt neu die Vans auf Mercedes. Und Pössl hat sich hier wohl vorgenommen, ein bisschen den Preisdruck zu erhöhen. Denn Wettbewerber verlangen für sowas häufig ein bisschen mehr. Tja, RTL ist ja auch schon da. Wir gehen mal weiter, denn es gibt, glaube ich, noch andere Dinge zu sehen hier. Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf treffe ich hier auf Alpha Van. Das ist mal was ganz Besonderes. Die Markise wohl eher das unspektakulärste am ganzen Van. Wir gehen mal über den Doppelboden rein, schauen uns ein bisschen um. Hochwertige Materialien, verklebt, verzapft, wenig geschraubt. Und in der Küche geht es weiter mit einem Induktionskochfeld. 300 Amperestunden Lithium ballern hier rein. Jo, und jetzt willkommen im Kellerabteil, das sehr edel aussieht, ehrlich gesagt, für einen Keller. Und wenn man gerade dreckig mit dem Moped in die Garage gefahren ist, kann man direkt reingehen. Ins Bad natürlich. Über eine kurze Leiter, die sogar stehen bleiben kann, über Nacht. Man kommt nämlich dennoch ins Bad, das ist eine geile Sache, kommt man dann hoch ins Schlafgemach. So, wir verabschieden uns von Alpha Van. Cooles Fahrzeug. Und jetzt gehen wir mal weiter. Treffen wir hier wieder auf einen, der rumschleicht um uns rum, oder was? Nein, der schleicht auch um den Alpha Van. Viel Spaß noch. Ciao. Ja, da steht er. Er sieht einfach schon sehr cool aus. Aus allen Ecken. Laufen wir nochmal rum und dann laufen wir woanders hin. Und der Kontrast könnte, glaube ich, gerade nicht größer sein von Alpha Van. Schwenken wir mal kurz auf den Clever Stand. Die sind nämlich auch hier. In einem großen Stand mit vielen verschiedenen Fahrzeugen. 540er in unterschiedlichsten Farben, Größen. Und lohnt sich mal hier einen Blick reinzuwerfen, wenn man was Kurzes sucht. Aber sie haben natürlich auch lang. Ins Auge sticht natürlich gleich der hier im ja, quasi NATO-Look. 4x4 mit Dangel unterm Wagen. Damit geht es dann auch mal gröber ins Gelände. Ja, hier wurden gerade noch, das habt ihr jetzt knapp verpasst, die Steine zurechtgelegt. Da waren hier die Herkulesse vor Ort. Denn so ein 4x4 muss natürlich standesgemäß präsentiert werden. Und die Farbe ist irgendwie cool. Also das hat schon was. Oder ist das foliert? Ja, aber wir lassen den mal hier auf seinen Steinen stehen
und gucken weiter. Kennt ihr schon Seasons Van? Ich nicht. Ist gerade mal dran vorbeigelaufen. Bis zu 8 Meter Länge. Alter Schwede. Der baut auf dem Mercedes Sprinter auf. Und hat auch noch einen fetten Lichtbogen oben drauf. Völlig untypisch, die Eingangstür. Der hat eine Tür. Und dann schauen wir rein und sehen nettes Holzambiente. Sprinteroptik im Cockpit natürlich. Sehr nice. Ja, dann haben wir hier sogar eine großzügige Dinette. Haben seitlich noch einen weiteren Sitzplatz. Sehr cool. Da passen also 5 Leute an den Tisch. Schönes dunkles Holz, ist natürlich Geschmackssache, aber gibt dem Van so ein bisschen, weiß auch nicht, Oldstyle-Flair. Ganz nett gemacht. Jo, wenn man weiterschaut, gibt es auch noch ein großzügiges Badezimmer. Sehr viel Platz da drin. Und auch in der Breite auf dem Klo hat man Platz, um bequem sitzen zu können. Das Waschbecken dagegen wohl eins der kleinsten, das ich je gesehen habe. Das wäre so Friedrichs Größe. Wer Friedrich nicht kennt, muss unsere Reisevideos schauen. In der Dusche haben wir einen Ablass. Und wenn man weiter nach hinten durchgeht, findet man nicht etwas Bett, sondern Sitzfläche. Das ist ein Partybus. Da filmt man hier und plötzlich guckt ein Kind von oben rein. Ja, ich vermute einfach mal, man baut dann hier das Bett um, wenn die Partygäste den Bus verlassen haben. Und kann dann hier wahrscheinlich noch entspannt schlafen. Und das Kind ist immer noch auf dem Dach und will wieder runter. Schöner Bus, viel Platz überall, lang ist er. Wir gehen wieder raus. Wenn man von hinten noch einen Blick reinwirft, sieht man Bepflanzung. Und natürlich jetzt in dem Fall kein Keller, weil ist ja Partyraum. Und eine Leiter gibt es noch, so kam der Kleine aufs Dach. Das war der Kurzdurchgang durch den Seasons Van. Die kommen eigentlich aus dem Busbaubereich und haben sich gedacht, wir haben schon große Autos, wir bauen die auch mal von innen aus. Und die sind auf einem guten Weg. Und apropos Weg, ich glaube, wir machen uns auch mal auf und erkunden, was es sonst noch so hier zu sehen gibt. Und Dankeschön an Seasons Van für den coolen Van und fürs nette Gespräch. Oh, und guck mal, Affinity, Heideblitz, da gucken wir auch mal rein. Mit 2 Fahrzeugen hier am Stand. Wir haben ja mittlerweile auch einen Affinity bei uns in der Reisegruppe sozusagen. Manfred aus dem Wallis fährt ja einen. Und das Wichtige ist zu sagen, er ist mit seinem Van super happy. Mit den Platzverhältnissen, mit dem Design und mit dem Fahren mit ihm. Ja, nach einem netten Gespräch mit dem Standpersonal werfen wir mal einen kurzen Blick rein. Es gibt leider nicht wirklich große Neuigkeiten. Der Van ist ja praktisch noch neu. Ihr seht hier hinten rechts das Bett. Und wer hier das Badezimmer vermissen sollte, der findet es hinten links neben dem Bett. Und apropos Bett, Längsbett. Nicht allzu breit. Mittig im Van die schöne L-Küche. Und in dem Fall jetzt ist gerade das 3. und 4. Bett aufgebaut, vorne im Sitzbereich. Da kann man also auch noch schlafen, aber man kann das auch weglassen und spart dann Gewicht. Und wenn ihr Lust habt, die Fahrzeuge mal live zu sehen, dann könnt ihr das in Halle 12 machen. Hier stehen sie auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und warten auf eure Blicke. Touch and Feel ist hier angesagt. Es gibt ja immer wieder Leute, die sich für Preise interessieren. Drückt auf Pause, dann könnt ihr es durchlesen. Wir verlassen Affinity nach diesem kurzen Shot und gucken mal weiter, was es sonst noch so zu sehen gibt. Kaum Affinity den Rücken zugekehrt, kommt man hier zu Rocket Camper. Habe ich noch nie gefilmt bisher. Wir filmen mal rein. Sehen aber keine Nasszelle, dafür Querbett. Komisch anders verbauter Kühlschrank als sonst. Der Dinette-Tisch ist auch irgendwo anders. Dafür kann man aber noch hoch hinaus und oben pennen. Die gibt es dann in verschiedenen Ausstattungsvarianten, Beklebungen, Folierungen und auch auf MAN. In einem Nachbarmodell sieht man dann auch, wie hier der Tisch angebracht ist. Schwebend und an der Decke befestigt. Kann man machen. Das Bett gibt es auch mit Sonderfunktion zum Hochklappen, fürs Chillen am Morgen oder Abend bei schlechtem Wetter. Ja, und auf MAN kriegt er dann hinten noch einen kleinen Ausbau und sieht natürlich schon ein bisschen offroadiger aus. Das ist dann wohl der Raketenberg irgendwie auf MAN. Sieht cool aus mit der Folierung. Kurz gewartet, können wir noch einen Blick in den Mountain reinwerfen.
Einzelsitz hier momentan. Da hinten das Waschbecken, vorne dann der Tisch. Hier hat er auch einen Fuß. Das Preisblatt spricht von 124.000 Euro. Wir lassen den Berg hinter uns und laufen mal weiter und gucken, was für Hügel wir noch finden. Willkommen in Halle 15 und hier gibt's Cabrio-Feeling. Kann man machen. Bei Klaus Hühnerkopf gibt's Premium-Manufaktur vom Feinsten. Für mich wäre der Van nix, denn bei mir regnet es ja dauernd. Es gäbe immer nasse Füße. Hier kommen wir zum Megamobil. Lounge 640, letztes Jahr gefilmt und dies Jahr nochmal. Wir gucken mal kurz, wie das mit dem Bett funktioniert hier. Das ist nämlich geändert worden. Da schwebt es von oben runter. Da seht ihr die ominösen Gurte, die letztes Jahr beklagt wurden. Und dann haben sie jetzt nämlich da seitlich Haken angebracht. Und so kann man die Gurte ohne Probleme aus dem Weg gurten. Dann laufen die nämlich seitlich weg. Das ist praktisch. Und so sieht es aus, wenn sie aus dem Weg gelegt sind. Ich denke, das ist prima. Und nachdem das jetzt mit dem Lounge 640 erklärt ist, gucken wir mal, was noch gibt. Den habe ich letzte Woche gefilmt in Österreich. Jetzt ist auch hinten Ersatzrad und Leiter dran. Sprich, man kommt ohne zusätzliche Leiter aufs Dachnuff, denn da thront ja der Träger. So sieht das Ganze von hinten aus, wenn die Tür zu ist. Gar nicht mal so hässlich. Und die Überlegungen verstärken sich, in der Dinette etwas anders zu machen, um da ein bisschen mehr Platz zu bekommen. Ansonsten macht der Classic 600 aber auf der Messe hier auch einen sehr schönen Eindruck. Gefällt mir weiterhin. Ist ein Nischenfahrzeug, nicht für jedermann. Alle, die mehr zum Thema Ausstattung wissen wollen, drücken jetzt die Stopptaste. Und für die, die Preise wissen wollen, können das vielleicht hier lesen. Im Mega Revolution 640 seht ihr auch, die Materialien gehen nicht nur dunkel, sondern auch hell bei Mega Mobil. Nach diesen zwei Inputs, Lounge 640 und Classic 600, gehen wir mal weiter, gucken, was noch so kommt. Schwupps, biegen wir hier um die Ecke und kommen bei Tournee vorbei. Da gibt es noch was Neues auf 6,40 Meter. Mit dem hat sich Tournee richtig viel Zeit gelassen. Der war letztes Jahr schon angekündigt und hier gezeichnet praktisch an der Wand. Und jetzt bin ich echt happy, finde ich ihn hier. Es steht schon bei Händlern, also ihr könnt ihn auch bei Händlern anschauen. Ja, und was einfach geil ist, ist das hier. Da sitze ich selten, oder? Auf dem Klo sitzt es sich gut. Das dürften 1,90 in der Länge sein, plus minus. Das geht mit 1,80 gut. Und theoretisch kann ich hier auch querschlafen, je nachdem, wie ich gerade stehe. Das geht genauso. Also wir haben hier ein ziemlich quadratisches Bett. Wintertauglichkeit, natürlich eine coole Sache mit elektrischer Fußbodenerwärmung. Die ist also nicht zum Heizen, sondern soll einfach die Kälte von unten abhalten. Heizung und 8 Liter Warmwasser unterm Van nimmt also hier drin keinen Platz weg. Auch schön durchdacht, mal was anderes. Ja, und wer ein bisschen Puzzeln nicht scheut, der hat hier auch Spaß und kann Tische verlängern oder Sitzgelegenheiten rausziehen und wieder reinschieben, was ich sehr lustig finde. Und hat hier einen gut proportionierten Van. Zu groß sollte man dennoch nicht sein, denn die Betten sind nicht übermäßig groß. Sprich, lange Leute mit 1,90 oder 95 kriegen da schon ein bisschen Problem in der Länge. Je nachdem können sie natürlich, wenn sie allein sind, diagonal schlafen. Und jetzt gucken wir mal weiter. Ja, während ich hier noch durch die Gegend laufe, treffen wir noch auf Nordvan. Die bauen Nordvans. Auch nicht schlecht. Mit Aufstelldächern auf VW. Ja, Nordvan. Ich höre mich jetzt vielleicht ein bisschen anders an. Ich habe das Mikro wechseln müssen. Akku ist alle beim Funkmikro. Aber das macht nichts. Wir schauen hier auf ein VW Transportali mit einem komischen Aufstelldach. Das geht irgendwie in die andere Richtung auf, oder? Denn normalerweise werden die ja nach vorne höher. Wir gucken mal rein. Wir schauen hier auf einen silbernen Bulli und warten drauf, dass wir rein können. Aber wir können uns ja mal anschleichen, und zwar von hinten. Denn hinten ist es eigentlich interessant. Da haben wir eine L-Küche im Heck
und eine Duschbrause. Das ist so ein bisschen dem Nugget nachgemacht, aber sieht sehr edel aus. Schönes Holz, Kontrast, hell-dunkel, macht einen guten Eindruck. Ordentlicher Kühlschrank mit Vanlife-Getränken drin. Und cool ist, dadurch, dass das Dach hinten hochgeht und hinten die Küche ist, stehe ich hier super aufrecht und kann hier links, rechts hinter mir alles aufmachen. Das ist quasi eine Freilichtküche oder Freiluft. Ja, ich glaube, hier kann man in einem Bulli tatsächlich mal entspannt kochen im Fahrzeug und muss nicht irgendwie raus vor die Tür. Schön gemacht. Und wenn man mal einen Blick von oben auf die Dinette wirft, ist die auch vom Platz her schön, solange das Dach hoch ist. Wenn es natürlich runterkommt, ist vorbei mit Stehhöhe. Unten im Heck findet sich noch Platz für Porta Potti und auch noch Auszugkästen für das, was so alle mit muss an Zeug. Also wer was auf Bulli sucht mit Aufstelldach und cooler Küche, der sollte sich mal hier diesen Nordvan anschauen. Echt toll gemacht. Ja, von außen Blick auf die Dinette. Mir gefällt der Kontrast zwischen hellem und dunklem Holz. Das macht es irgendwie sehr freundlich, obwohl es dunkel ist. Ja, was soll ich sagen? Schönes Fahrzeug. Wer noch mehr Stauraum sucht, wird hier im Küchenblock auch noch fündig. Eckschrank irgendwie. Der geht auch richtig schön auf und fasst einiges. Wenn ihr einen Preis wissen möchtet zu diesem Fahrzeug, dann wendet euch an Nordvan oder kommt einfach auf die Messe und schaut ihn euch mal an. Denn der Van ist neu und wir gehen mal weiter. Mal schauen, wo es uns als nächstes hinspült. Ja, hier nochmal was fürs grobe Campervan-Schmiede. Damit kannst du fast in den Krieg ziehen. Hier gibt es praktisch alles, was customized ist. Hier kann man auf Wunsch bauen lassen. Und diesen Van werde ich noch im Detail filmen. Da gibt es also ein separates Video zu, denn ich glaube, das hat er verdient. Nette Leute am Stand, und wenn ihr mal was Grobes sehen wollt oder braucht fürs Gelände Offroad und es selber nicht hinkriegt, jo, dann halt hier. Und auch die Silvi-Gläser haben es hier schon reingeschafft. Die triffst auch überall. Also mehr dazu dann im separaten Video. Ich verlinke euch das hier links hoch. Dann könnt ihr gucken, wie ich auf dem Dach stehe. Das war's für heute. Ich mache mich mal vom Acker. Viel gefilmt, viel geredet. Ihr habt keine Worte mehr. Hier geht's dann am nächsten Tag weiter. Ciao zusammen. Ja, was bin ich froh. Regnet kaum, werd überhaupt nicht nass. Tollstes Wetter. Ja, immer wieder schön, wenn meine Wolke zuschlägt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie nach Hause finden. Schwer genug. Ja, super Wetter. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen, dass ich hier noch die komplette Packung kriege. Bin schon durchgeweicht. Es ist auch nicht viel zu sehen. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen, verdammt. Ah, doch, da. Den Smart kenne ich. Und der Avanti. Ah ja, jetzt brauchen wir auch nicht mehr rennen. Sei ich nass, sind wir schon. Könnt noch Duschgel rausholen. Und hier kurz duschen. Alter Verwalter. Ey, den Wetter, den spinnt's doch. Es schifft so sehr, ich komme nicht mal zu Zottel. Will nicht noch nasser werden. Ich habe ja nichts mal gegen den abkühlenden Regen. Ne? Guck mal, jetzt gibt es das Bier, das haut es wieder raus. Gleich scheint wieder die Sonne. Das Bier auf aus Kölsch in Düsseldorf. Reisdorfer Kölsch, das mache ich ja extra, um die Düsseldorfer zu ärgern. Oh, verzeiht es mir, liebe Düsseldorfer. Ich kann nichts dafür. Ja, ich habe frisch geduscht, die anderen beiden nicht. Es regnet auch immer noch in Strömen, mal zwischenzeitlich aber mal trocken. Und hier kommt das Catering. Das ist mal der Knaller. Und er macht sich lustig drüber, weil unser Catering nass geworden ist. Die Arme. Eieiei. Und ich bin mal sehr gespannt, was sich da alle drin versteckt. Das sind jetzt schon drei Riesentaschen und ich glaube, da ist noch eine, oder? Eieiei. Und das ist alles schwer. Ich glaube, die haben Backsteine dabei und mauern uns ein. Guck mal, Salat. Wirf mir jetzt nicht den Lappen ins Gesicht. Da ist noch mehr Salat. Gibt's auch was anderes als Salat? Leute, wir sind safe. Es gibt auch Fleisch. Noch mehr Fleisch. Und da ist noch mehr Fleisch. Und wenn wir aufschwenken,
ist da noch mehr Fleisch. Ah, Dirk, hallo. Nee, das bin ich. Das Fett. Sah so rötlich blutig aus. Das ist kein Fleisch, hier sitzt Fett. Aber so als Starter gibt es erstmal Rum aus Martinique. 50%. Hoffentlich kommen wir noch zum Essen. Zum Wohl. Dankeschön fürs Essen und fürs Trinken und für einen netten Abend. Und irgendwie kommt ihr mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen. Falsch gemacht. Zum Wohl. Ui, für 50% sehr dezent. Das reimt sich. Sweet Luke, you gave me a number the night in.